So, das Video zu diesem Tag beginnt erst jetzt. Ihr wollt nicht wissen, was mir gerade passiert ist. Und zwar formatiere ich ja jeden Morgen die SD-Karten, die ich dann abends auf die Festplatte gespeichert habe, damit die leer sind, weil ich nicht das Geld hatte, mir für jeden Tag eine SD-Karte zu kaufen. Und jetzt hatte ich eigentlich schon so den ganzen Tag, so sagen wir mal 5 Stunden gefilmt, Solarpanels aufbauen, Tee kochen, dann habe ich ein Video gemacht über mein Messer und sogar ein paar schöne Cinematic-Shots. So, jetzt habe ich gerade, bin ich mit der Kamera und dem Teleobjektiv losgezogen, habe die Kamera hier auf die Display-Seite gelegt. Dann stand es von heute Morgen noch auf dem Menüpunkt Format, also Formatieren der SD-Karte. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade die ganze SD-Karte formatiert. Das heißt, alles, was ich heute Morgen so gemacht habe, ist jetzt gelöscht worden. Was jetzt eigentlich nicht so schlimm ist, aber die schönen Cinematic-Shots für das Messer, die muss ich jetzt nochmal drehen. Und es ärgert mich gerade ziemlich. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich krass. Das ist mir noch nie passiert. Und ja, gut, also das Video beginnt erst jetzt. Ich habe heute Morgen, sind wir aufgestanden, haben Kaffee getrunken, gefrühstückt. Dann habe ich die Solarpanels aufgestellt und habe mir dann Ingwer-Zitrone-Tee gemacht, so ein bisschen als Immunbooster. Und jetzt bin ich mit dem Teleobjektiv hier in eine Bucht rein, wo ich vorhin ein paar Möwen gesehen habe. Die sind jetzt allerdings nicht mehr hier. Und ja, tut mir leid, dass ihr da nicht dabei sein konntet. Ich hatte eigentlich ein paar schöne Kameraeinstellungen gefunden. Ja, ärgert mich. Ärgert mich richtig, auch wenn man es mir jetzt nicht ansieht. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Die Kamera so ablegen, dass man auf Menü drückt, Format und dann auch noch mit Ja bestätigt. Einschub 1 muss man auch noch auswählen und dann auch noch auf Ja drücken. Und das ist nicht gelogen, das ist keine Story, weil ich zu faul war zum Filmen. Das ist wirklich passiert gerade. Ich kann es noch nicht glauben. Ich kann es echt noch nicht glauben. Gut, alles klar. Video startet jetzt. Der Tag. Vergessen wir das. Ich filme euch das mit dem Messer nachher nochmal. Den Rest lasse ich jetzt einfach weg. Mega schade. Aber okay. Alles klar. Bis später. So, da ich ja eben gerade meine SD-Karte gelöscht habe, mache ich dieses Messervideo jetzt einfach nochmal. Die Möwen sind alle weg. Das heißt, ich habe jetzt einen Moment Zeit und werde danach gleich noch mal ein paar Meter weiterlaufen. Ja, also ich habe hier das Musketier von Forgeworks, vom Chris. Der schmiedet die Messer selber. Für das Messer hat er 4 bis 5 Stunden Arbeit investiert. Der macht es auf Instagram. Da postet er seine selbstgeschmiedeten Messer und verkauft die auch. Die Bestellung läuft auch komplett über Instagram. Eine Webseite bzw. einen Webshop hat er noch nicht. Ich denke mal, das wird mit der Zeit noch kommen. Ja, und zum Messer selbst, D2 Stahl, G10 Griffschalen, so einen orangenen schönen Liner hat er noch mit dabei. Und ja, ich finde, das Messer sieht einfach nur Hammer aus. Ich habe das auf dem Instagram-Account gesehen und habe einen Chris angeschrieben, habe gesagt, hier hast du Bock auf eine Kooperation, kannst mir das Messer vergünstigt geben. Ich mache ein bisschen Werbung für dich auf dem Kanal und auf Instagram. Ja, hat super geklappt, er hat mir das Messer für 100 Euro verkauft, finde ich auch absolut fair. Ich meine, da steckt ja auch eine Menge Arbeit drin. Das ist jetzt nichts, was irgendwie maschinell hergestellt wird. Und ja, fühle ich mich auch besser bei. Ist mir nicht so unangenehm, wenn ich das jetzt irgendwie umsonst genommen hätte. Ja, an der Stelle nochmal danke, Chris, für das geile Messer. Ich werde euch gleich auf jeden Fall noch ein paar Detailszenen einblenden, die ich eigentlich schon gedreht habe, aber natürlich die jetzt auch weg sind durch das Speicherkartenlöschen. Ja. Lasst Chris auf jeden Fall ein Like da, folgt ihm auf Instagram. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch ein Messer, guckt mal über den Feed, da sind auf jeden Fall ein paar geile Messer dabei. Also wenn ich immer drüber gehe, da denke ich dann immer drüber nach, was ich noch so für eins gebrauchen könnte, weil die Messer einfach Hammer aussehen, die Qualität ist top. Das Messer liegt hier sehr gut bei mir in der Hand,
okay, für längere, für größere Hände müsste es vielleicht noch ein bisschen länger sein unten, aber Hammer. Ja, ich blende euch jetzt noch ein paar Szenen ein, supportet den Chris und ja, bis gleich. So, ich werde jetzt wieder zurücklaufen. Leider keine Möwe mehr gekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wasser filtern und dann werde ich noch mal an die andere Stelle gehen, wo ich gestern Abend schon mit dem Fernglas war, weil es da ein bisschen windstiller ist und vielleicht ist da tagsüber ein bisschen mehr los. Ja, ich ärgere mich noch ein bisschen darüber, dass ich die Speicherkarte formatiert habe. Ich meine, man kann es nicht ändern, aber das muss man erstmal hinkriegen. Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Also, das werde ich nie vergessen. Gut, also, wir sehen uns gleich beim Wasserfiltern. Ja, mir ist eingefallen, dass ich ja noch die Solarpanels draußen liegen habe. Da gehe ich jetzt gerade noch vorbei und kontrolliere die mal, was so der Akkustand sagt und ob die Ausrichtung noch stimmt. Das sieht aber ziemlich gut aus. Und ja, ich drehe gerade mal die Kamera, könnt ihr gucken. Ja, das habe ich heute Morgen aufgebaut. Hatte ich eigentlich auch auf Speicherkarte, aber wie gesagt, ist ja gelöscht worden. Ja, perfekt. Gerade mal gucken. Ja. Heute ist ein bisschen bewölkt. Heute ist ein bisschen bewölkt und da haben wir nicht ganz so viel Leistung wie am letzten Standort. Jetzt liegen die ungefähr seit 3-4 Stunden und ich habe in beiden Powerbanks nur 60%. Ich denke mal, auf 80% werden wir vielleicht noch kommen. Reicht auf jeden Fall für morgen noch. Und ja, morgen muss ich sie dann halt wieder rauslegen. Ne? Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück, Wasser filtern. Und dann gehe ich nochmal an den Spot, wo ich vielleicht dann die Möwen wieder finde. Also, bis gleich beim Wasserfiltern. Was ich an den Pumpfiltern liebe, es geht einfach so dermaßen schnell. Ich hatte vorher so einen kleinen Sawyer Squeeze und da schöpft man das Wasser mit so einem Beutel ab, die meisten werden den kennen. Und ja, die Trinkmenge, die fand ich eigentlich immer okay, die da rauskam, aber irgendwie hat es mich immer genervt. Man muss dann immer an diesen kleinen Nippel trinken oder das in die Nalgene-Flasche umfüllen. Und dann habe ich irgendwann zu einem Pumpfilter, so einem Wasserpumpenfilter gewechselt, weil es einfach viel schneller geht. Ihr werdet jetzt sehen, während ich hier ein bisschen erzähle, wie schnell ich hier die Wasserflaschen auffülle. Und das ist einfach mega angenehm. Ich setze mich hier unten kurz ans Ufer, pump 3, 4, 5 Minuten für 3 Flaschen und die Flaschen sind wieder voll. Ich kann die Nalgene-Flaschen direkt an den Filter schrauben. Und hier bei dem MSR Guardian reinigt sich der Filter selber während dem Pumpvorgang. Ich glaube, 10% von dem Wasser, was man reinpumpt, gehen wieder raus, um die Filterpatrone gegenzureinigen. So, die erste Flasche ist schon wieder voll. Cool ist, ihr könnt diesen Deckel unten für die Kappe, damit man den nicht verliert, dann könnt ihr hier unten in die Nalgene-Flaschen reinschrauben. Ist auch sehr praktisch.
damit der auch nicht dreckig wird. Nächste Flasche. Ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Filter ihr so benutzt und ob ihr auch so einen Pumpenfilter habt oder eher so einen, so einen wie den Squeeze oder den Sawyer Mini. Ja, ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit. Ich hatte auch noch den Sawyer Mini. Den habe ich irgendwann mal wieder ausgepackt und wollte den benutzen und der war dann irgendwie komplett dicht. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Auf jeden Fall war der einfach kaputt, hatte keinen Durchfluss mehr. Und dann hatte ich auch die Schnauze voll von den Teilen und benutze jetzt nur noch den hier. So, nächste Flasche ist voll. Ja, bei der Flasche jetzt hier ohne Cover seht ihr es ein bisschen besser, wie schnell das geht. Könnt ihr ja mal drauf achten. Ja, wie gesagt, man hat mehr Gewicht und ein größeres Packmaß bei dem Filter. Aber ich finde, dafür kriegt man auch jede Menge Luxus, sage ich mal. Ein paar Minuten Wasser filtern und das war's schon. Ist auch relativ einfach zu pumpen, ist jetzt keine schwere Arbeit oder so. Ihr seht ja selber, geht super einfach. Und das war's schon. Die nächste Flasche voll. Ich habe dazu noch so ein, habe ich glaube ich schon erwähnt in dem anderen Clip, ich habe dazu noch so einen Kohlefilter, so einen Kohleaufsatz, den man dahinter schaltet, den macht man hier mit einem Schlauch dran und dann kann man den Geschmack noch ein bisschen verbessern, wenn man jetzt aus so ein bisschen muffigem Wasser trinken will zum Beispiel, kann man den noch dahinter schalten und da ist Aktivkohle drin und das macht den Geschmack noch mal ein bisschen weicher und nicht so muffig. Der ist von Katadyn, das ist ein Weithals-Flaschenkartusche, Aktivkohle heißt sie, glaube ich, oder heißt das Teil, glaube ich. Und ja, ich packe euch das unten in die Beschreibung als normalen Link, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn es euch interessiert. Ja, und wie gesagt, schreibt unten in die Comments, was ihr für Filter benutzt, wie ihr den findet. Relativ teuer, ich glaube 280 Euro. Könnt ihr mal sagen, ob ihr euch sowas kaufen würdet oder ob es euch zu teuer ist. Alles klar. So, jetzt bringe ich die Flaschen Wasser hoch, trinke noch einen Schluck und dann gehe ich mal auf die andere Seite wieder und gucke, dass ich da ein paar Tiere filmen kann oder fotografieren kann. Und ja, also bis gleich. So, ich habe jetzt eben gerade mit dem Fernglas ein paar Enten am Ufer gesehen und werde jetzt mal versuchen, die zu filmen. Ich habe noch nicht erkannt, was für welche das sind oder welche Art. Aber ich werde es gleich rausfinden und dann gebe ich euch nochmal Bescheid. Vielleicht kriege ich auch ein paar gute Aufnahmen hin. Also ich bin dann mal auf der Pirsch. Bis gleich. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Aufnahme. Also ich bin jetzt ein bisschen näher rangekommen. Ich glaube, das ist so eine Art Säge. Ja, so ein Gänsesäge oder sowas. So nach so die Richtung würde ich jetzt schätzen. Sicher bin ich mir aber nicht. Da kenne ich mich zu schlecht mit aus. Ja, ich werde versuchen, noch ein bisschen näher dran zu kommen und euch noch ein paar Aufnahmen abzuliefern. Die sind jetzt ein bisschen weitergezogen. So schnell konnte ich jetzt nicht hinterher. Aber ich werde es versuchen. Also bis gleich. So. Also die habe ich leider nicht mehr wieder gefunden. Die waren so schnell weg. Vielleicht sind sie auch komplett abgetaucht. Keine Ahnung.
Nee, ich habe sie nicht mehr gefunden. Jetzt gehe ich aber mal an die Stelle, wo ich gestern auch war, mit dem Fernglas gestern Abend. Und hoffe, dass ich da vielleicht endlich mal eine Möwe ein bisschen näher dran kriege. Schauen wir mal. Oder vielleicht irgendwas anderes. Die Shots jetzt von den Sägern, weiß ich nicht, ob die so gut geworden sind. Weil ich habe natürlich auch das große Stativ habe ich zu Hause gelassen für die Kamera. Das wäre dann zu viel gewesen. Deswegen filme ich das freie Hand. Aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, was es ist. Das werde ich dann später zu Hause auch nochmal abchecken. Und ja. Nee. Hier ist nichts los. Naja gut, bis gleich auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt auf dem anderen Ufer habe ich ein paar Möwen gesehen und Kormorane. Über mir fliegen auch ein paar Möwen, die habe ich auch gerade gesehen. Ja, ich werde jetzt mal gucken. Also die auf der anderen Seite sind zu weit weg für ein paar gute Bilder. Aber vielleicht kann ich ja die Möwen, die über mir kreisen, fotografieren oder filmen. Werde ich auf jeden Fall jetzt probieren und euch dann einblenden. Also, viel Spaß. So, ich nehme das noch schnell auf. Ich laufe jetzt wieder zurück. Der Akku ist gleich leer von der Kamera hier. Ich habe ein paar Möwen fotografiert. Ja, ist gar nicht so einfach. Die sind sehr schnell unterwegs, fliegen ziemlich hoch. Und ja, auf einer 600er Brennweite bei der Geschwindigkeit ist nicht einfach. Ich blende euch ein paar Bilder ein oder naja, das Beste. Und ja, ich gehe jetzt wieder zurück, was essen, dann packen wir die Sachen und fahren auch schon ans nächste Dano. Heute ein bisschen später dran, weil es hier so gemütlich war. Und na gut, also ich melde mich dann zum Essen wieder oder nach dem Essen. Bis gleich. So, das Dano ist gereinigt, gelüftet und zur Abnahme bereit. Passt schon. Und wir machen uns jetzt auf den Weg ins nächste Dano. Gut, alles klar. Bis gleich, wenn das Kanu gepackt ist. So, haben jetzt abgelegt und sehen noch zwei weitere Paddler, die auch in die Richtung fahren, in die wir wollen. Und wir hoffen nicht, dass die uns das Dano wegklauen wollen, was sehr ärgerlich wäre. Aber es sieht so aus, als ob sie in eine andere Richtung fahren. Seht ihr hinten noch den Sonnenuntergang? Ja, so ein bisschen ist noch was da. Ziemlich geil. Ist mega ruhig hier auf dem Wasser. Kaum Wind, nur ganz leicht. Und ja, sehr angenehm gerade zu fahren.
Ja, wir brauchen jetzt nicht lange, dann legen wir auch schon wieder an, sofern das Dano frei ist. Und ja, dann bis gleich beim Abendessen. So, also Dano 23 war leider besetzt und jetzt nehmen wir Kurs auf Dano 22. 21 war ja die Rückseite von unserer Insel bei der 20er, beim 20er Dano, und ja, damit wir nicht schon wieder auf derselben Insel sind, fahren wir jetzt zum Dano 22. Genau, 23 war besetzt. Ja. Schon relativ dunkel jetzt. Wir hoffen, dass wir das jetzt noch gleich finden. Und ja, eben habt ihr schon schön den Mond gesehen. Leichten Sonnenuntergang. Ist gerade ein ziemlich angenehmes Flair hier auf dem Wasser. Gut, also bis gleich. So, also nochmal kurz zur Info. Dano 23 war ja schon belegt. Dano 22 war auch belegt und dann wollten wir zu Dano 21, also wieder an die Insel, wo wir schon waren, nur auf die Rückseite, und Dano 21 haben wir einfach nicht gefunden. Auf der Karte eingezeichnet, aber nicht da, da stand nur ein altes Haus. Ja, jetzt überlegen wir, ob wir wieder an Dano 20 gehen oder ob wir noch ein bisschen in der Nacht paddeln und einen Dano finden. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt schon ziemlich dunkel. Zum Glück habe ich die starke Kopflampe dabei, da kann man das Ufer immer ganz gut absuchen. Und ja, eben haben wir noch einen Waschbär gesehen am Ufer. War ganz lustig, aber für die Kamera leider schon zu dunkel. Ja, gut, wir suchen dann mal weiter, ich melde mich gleich wieder. So, also, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Wahrscheinlich nicht. Ja, Dano 23 war besetzt, 22 auch. 21 haben wir nicht gefunden, zur 20 wollten wir nicht nochmal zurück. Ja, und jetzt gehen wir halt wildcampen, jetzt bauen wir das Zelt auf. Wir sind jetzt an der Bucht angelandet und bauen jetzt das Zelt auf. Haben noch ein bisschen Schokolade und Whisky gefunden, perfekt. Und dann geht's ab hier. Alles klar. Also, ja, wenn wir aufgebaut haben, melde ich mich nochmal. Ne? Also, bis gleich. So, also, wir haben dann doch eine Anlegestelle gefunden, wie ihr gesehen habt. Und ja, jetzt haben wir noch das Zelt aufgebaut. Wir haben jetzt 22.10 Uhr. Die Anlegestelle ist hier vorne und ich glaube, morgen früh haben wir eine ziemlich gute Aussicht auf das ganze umliegende Gelände. Und ja, jetzt essen wir noch was und dann gehen wir auch pennen. Ja, war ein bisschen frustrierend, dass die Danos alle belegt waren und wir dann jetzt doch wieder wild campen müssen und dementsprechend ohne Feuerstelle sind. Hier ist zwar eine Feuerstelle, ja, die ist aber nicht offiziell und ja, wir halten uns daran und machen auch kein Feuer. So gern wir es auch würden, fällt heute aus. Naja, gut. Whisky haben wir.
muss halt erstmal reichen. Gut, ich melde mich gleich aus dem Zelt nochmal vielleicht. Ansonsten sehen wir uns wieder morgen früh. Und ich verspreche euch, diesmal werde ich die Speicherkarte nicht löschen. Also macht's gut. So, wir essen jetzt noch ein bisschen Brot und machen uns noch einen Ingwer-Zitrone-Tee, damit wir schön fit bleiben. Aber eine Frage noch an die Zuschauer. Der Matthias meinte, ich wäre ein Kaffee-Junkie, weil ich mich abends schon auf den Kaffee am Morgen freue. Was sagt denn ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Also ich finde das völlig normal und ich kenne da auch noch so ein paar Leute. Schreibt es mal in die Kommentare rein oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr genauso denkt. Und ja, wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen Brot und Tee und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Also, gute Nacht.